Hin und wieder mache ich Gebäudewache an der Sammelstelle mit. Sonst gefällt es mir ganz gut, das Essen ist in Ordnung. Auch besuche ich öfter das Soldatenheim, das Kino sowie auch das Stadttheater. Hier in der Stadt sieht man Soldaten aller Nationen. Auch ein Bataillon Araber liegt hier. Zur Großzahnstation brauche ich vor Ende Dezember nicht mehr zu gehen. Die Anschrift meiner Krankensammelstelle hier ist die Feldpostnummer 01706 Bertha. 14. Dezember. Morgen soll ein Lazarettzug weiter zurückgehen, wahrscheinlich nach Dniepropetrovsk. Da nicht genügend Kranke oder Verwundete da sind, so werden auch die Zahnkranken mit zum Transport eingeteilt. Am nächsten Tag um 8 Uhr werden wir in einen LKZ, also einen Leichtkrankenzug, verladen. Heute heißt es, dass der Zug bis Krakau fahren soll. Aber wir können es nicht glauben. Ich bin mit den Diätköstlern in einem Wagen der zweiten Klasse. Der Zug ist mit etwa 800 Verwundeten und Kranken besetzt. Um 20 Uhr geht die Fahrt los. Wir alle wünschen, dass es recht weit zurückgehen mag, denn groß ist die Sehnsucht nach Deutschland. 20. Dezember. Heute um 6 Uhr früh sind wir auf dem Bahnhof in Krakau eingetroffen. Unser aller Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Die Fahrt ging von Stalino über Dniepropetrovsk, Kasantin, Demtschin, Lemberg bis nach Przemyśl. Hier erhielten wir anstatt des Führerpaketes 10 Mark und Lebensmittelkarten, die den Inhalt des Führerpaketes ausmachten. Um 8 Uhr werden wir ausgeladen und zur Krankensammelstelle gebracht. Morgen sollen wir entlaust und weiter ins Reich kommen. Am nächsten Tag in Krakau werden wir entlaust und kommen anschließend zur Krankensammelstelle 3. Um 20 Uhr werden wir verladen. Um 21 Uhr fährt der Zug Richtung Heimat ab. Die Fahrt geht über Gleiwitz, Breslau, Liegnitz und um 20.30 Uhr sind wir auf dem Bahnhof in Dresden. Es ist ein ganz eigenartiges Gefühl, wenn man nach fast 17 Monaten wieder durch deutsches Land fahren kann. Am 23. früh um 5 Uhr sind wir auf dem Bahnhof Erfurt. Ein Teil wird hier ausgeladen. Wir fahren weiter über Gotha und sind um 10 Uhr in Friedrichroda in Thüringen. Ich komme zum Reservelazarett, Teillazarett Haus Reinhardsberg. Wir müssen unsere sämtlichen Bekleidungsstücke abgeben, die nochmals gründlich entlaust werden. Da keine Lazarettkleidung da ist, müssen wir so lange im Bett bleiben. 24.12. Weihnachten, Reservelazarett Friedrichroda. Heute am Heiligen Abend ist eine kleine Weihnachtsfeier. Jeder erhält eine Flasche Wein, 10 Lebkuchen, Kekse und vieles andere. Die größte Weihnachtsfreude aber ist, dass wir in der Heimat sind. 27.12. Die Feiertage sind gut vorübergegangen. Da unsere Bekleidung noch nicht von der Entlassung zurück ist, können wir auch nicht ausgehen. Aber das Essen ist tadellos. Silvester. Unsere Sachen sind wieder da. Wir können heute das erste Mal ausgehen. Seit 2 Tagen ist richtiges Winterwetter geworden. Es liegen etwa 15 cm Schnee. Friedrichroda ist ein bekannter Kurort im Thüringer Wald. Jetzt sind die meisten Privatvillen als Teillazarette eingerichtet. Hier sind meist kranke und verwundete Soldaten untergebracht. Die Thüringer Waldbahn, die stündlich fährt, verbindet den Kurort mit Gotha. Heute ist wieder eine kleine Silvesterfeier. Es gibt einige kleine Geschenke. Im Osten müssen unsere Truppen überall zurück. Mit gewaltigen Massen greift der Russe an. Die 6. Armee kämpft in Stalingrad einen harten Kampf gegen eine zehnfache Übermacht. Im Kaukasus zieht sich die Armee zurück. 1943. 2. Januar. Ab heute bin ich in der Villa Clara Z17 verlegt. Sämtliche Mahlzeiten werden im Kurhaus eingenommen. Am nächsten Tag geht es zum Zahnarzt. 3 Zähne wurden gezogen. 11. Januar. Soeben bin ich vom Sonntagsurlaub aus Unterrodach zurückgekommen. Groß war die Freude meiner Lieben, als ich am Samstag nach 21 Monaten ankam.
Am 19. werde ich aus dem Lazarett entlassen. Ich fahre nach Unterrodach zu einem 16-tägigen Genesungsurlaub. Anschließend muss ich zum Ersatztruppenteil und dort meinen Zahnersatz machen lassen. Vom 20. Januar bis zum 4. Februar habe ich Genesungsurlaub in Unterrodach. Man hört, im Osten toben schwerste Abwehrkämpfe. Am 2. Februar 1943 wird die 6. Armee nach 2 Monaten schwerster Kämpfe in Stalingrad von den Sowjets vernichtet. Am 25. hat mein Bruder Hans Hochzeit, ich bin Trauzeuge. 4. Februar, der Urlaub ist fast rum. Ich fahre über Saalfeld, Leipzig, Dessau, Magdeburg nach Burg zum Ersatzbataillon 66. Dann schickt man mich nach Magdeburg zur Ersatzkompanie für Pionierzüge. Hier treffe ich Max Bräuning und viele Kameraden von der Feldtruppe. Am 20. Februar bin ich bei der Heereszahnstation zur Behandlung. Sonst wird in der Kompanie Dienst aller Art gemacht. Kompaniechef ist Oberleutnant Pöhlmann, Hauptfeldwebel ist der Steinböck. Wenn wir den Osten blicken, hören wir von Fortdauer schwerster Kämpfe. Der ganze Ostkaukasus ist geräumt, ferner Maikop, Krasnodar, Rostow und Charkow. 28. Februar. Großes Hallensportfest in der Halle. Stadt und Land. Wir bauen eine Brücke. Ritterkreuzträger und Offizier Brasche ist auch aus dem Lazarett eingetroffen. Er schenkt mir sein Bild mit Widmung. Auch Unteroffizier Meyer ist angekommen. Fast alle alten Kameraden vom Pionierzug sind verwundet. Obergefreiter Roloff, Gefreiter Meyer und Gefreiter Heine sind gefallen. In der vergangenen Woche hat der Feind im Osten 1060 Panzer verloren. Einige erfolgreiche deutsche Gegenangriffe wurden durchgeführt. Auf allen Meeren wieder wachsende Erfolge unserer U-Boote. In Afrika sind Erfolge gegen die Amerikaner zu verzeichnen. Gestern war ich auf Sonntagsurlaub in Unterrodach. Ich war aber nur 3 Stunden daheim, denn die Zugverbindung ist sehr schlecht. Luise ist bis Saalfeld mit mir gefahren. Dort haben wir dann die Schwägerin Kuni besucht. Am 11. war dann allgemeine Blutspende für Verwundete. Jedem wurde 1/3 Liter Blut abgezapft. 21. März 1943, Heldengedenktag. Parade auf dem Domplatz in Magdeburg. Der japanische Botschafter General Oshima ist anwesend. Am 14. März wird Charkow wieder von der Waffen-SS genommen. Am 31.03. nehmen die englischen Luftangriffe stark zu. Im Osten ist die Front zum Stillstand gekommen. Im März wurden 920.000 Bruttoregistertonnen versenkt. Am 4. April ist der Tag der Wehrmacht und am 6. April ist mein Zahnersatz fertig. Ein Gesuch für Erholungsurlaub wurde eingereicht. Am 8. April ist der Urlaub genehmigt. Ich kann vom 9. April bis zum 24. April in den Urlaub fahren. 9. bis 24. Erholungsurlaub in Unterrodach. 24. April. Heute ist nun Reisetag, der schöne Urlaub ist zu Ende. Der Abschied fällt recht schwer. Hannchen Kleilein fährt mit mir nach Magdeburg, denn Willi ist dort im Lazarett. Wir fahren um 10.45 Uhr in Unterrodach ab. 13.45 Uhr ab Pressing über Halle und 18.15 Uhr sind wir in Magdeburg. Es regnet, was vom Himmel runterkommen kann. Die ganze Kompanie ist in Osterurlaub gefahren. 26.04. Die Osterfeiertage sind nun auch bald vorbei. Nach den schönen Urlaubstagen fällt es mir jetzt in der Kaserne doppelt schwer. Gestern habe ich bis heute Mittag Alarmkommando. Heute war ich im Kino. Was soll man sonst auch treiben? Es ist recht kühl und windig und nicht rechtes Wetter zum Spazierengehen. Die Gedanken sind noch immer daheim. Vor 3 Tagen ist eine Feldabstellung zur 13. und 19. Panzerdivision abgegangen. Dabei war auch der Gefreite Lüderitz und Stollenberg. Gefreiter Bokelmann ist auch vom Urlaub zurückgekommen. 30. April. Erst jetzt habe ich mich wieder einigermaßen eingewöhnt. Wir haben in den letzten Tagen meist Arbeitsdienst gemacht. Am Dienstag hatte ich mit Unteroffizier Niebuhr Angerstreife, sonst spiele ich den Gärtner. Heute habe ich GVD, Hauptfeldwebel Steinböck ist in Urlaub gefahren. Feldwebel Knüppel macht so lange den Spieß.
Obergefreiter Häfner ist aus dem Lazarett angekommen. 1. Mai 1943. Heute ist nur Revierreinigen, dann dienstfrei. Keine Feiern finden statt. Vogelmann und ich haben uns in unserer Freizeit noch einige Handtaschen angefertigt. Ich will für Luise eine Tasche zum Geburtstag schicken. Man munkelt, dass in nächster Zeit wieder eine Feldabstellung abgehen soll. Ich packe alle meine übrigen Sachen und schicke sie per Expressgut ab. Das Wetter ist schon wieder schöner geworden. Fliegeralarm war in letzter Zeit aber nicht. 2. Mai. Luise hat Geburtstag. Wie schön wäre es wohl, wenn ich diesen daheim mitfeiern könnte. Da heute Sonntag ist und auch das Wetter zum Ausgehen einlädt, mache ich mit Buckelmann einen schönen Spaziergang. Anschließend gehen wir ins Kino. Die Stadt ist ein riesiges Verkehrschaos. Hauptsächlich auf dem breiten Weg. Fast alle Cafés sind überfüllt. Meist sieht man aber Ausländer herumlaufen. Am 3. Mai ist wieder eine Feldabstellung. Auch ich bin dabei. Früh geht es gleich zum Arzt. Er gibt die übliche KV-Spritze gegen Typhus und gegen Pocken werden wir geimpft. Am Nachmittag werden neue KV-Sachen empfangen. Zur Abstellung kommen insgesamt 19 Mann, davon 9 Mann zur 19. Panzerdivision und 6 Mann zur 13. Wir von der 13. kommen nach Burg, wo die genesenen Marschkompanie zusammengestellt wird. Ufzweuter, Ufznibur, Obergefreiter Friedrich, Obergefreiter Müller, Gefreiter Schwarze, Gefreiter Busch und ich, wir sind in der Gruppe, die nach Burg soll. Ab 16 Uhr haben wir dienstfrei, es geht in die Stadt. Wir wollen die kurze Zeit, die wir noch in Deutschland haben, voll ausnutzen. Bis 2 Uhr haben wir alle Nachturlaub. Am nächsten Tag soll es nach Magdeburg gehen. Heute nochmal der übliche Vollzähligkeitsappell und was sonst noch alles gemacht werden muss. Am Nachmittag können wir nochmal ausgehen. Wir halten wieder Nachturlaub bis morgen früh um 6. Manche, die in der Nähe wohnen, fahren nochmals heim. Ich gehe abends ins Kino und fahre mit der letzten Straßenbahn wieder in die Kaserne zurück. Was soll ich auch noch länger in der Stadt machen? 5. Mai. Um 12 Uhr fahren wir mit der Straßenbahn zum Hauptbahnhof. Unser Zug geht um 13 Uhr dort ab. In Burg angekommen, machen wir uns auf den Weg zur alten Kaserne. Unterwegs wird jedoch nochmals eine gründliche Pause eingelegt und der Durst gestillt. In der alten Kaserne müssen wir feststellen, dass die genesenen Marschkompanie heute früh zum RAD-Lager in der Nähe der Knäckefabrik umgezogen ist. Wir müssen also den Weg wieder zurück marschieren. Die Kompanie ist noch nicht voll und es kommen im Laufe des Nachmittags noch Kameraden aller Waffengattungen. Kompanieführer ist Oberleutnant Bahr. Am Abend gibt es nochmal Nachturlaub bis 2 Uhr. Ich habe Luise geschrieben, dass sie am Samstag kommen soll. Gefreiter Schwarz und ich machen uns auf den Weg, um uns Zimmer zu bestellen. Nach langem Suchen gelingt es uns im Gasthaus zur Heimat in der Von-Armin-Straße, jeder ein Zimmer für Samstag zu bekommen. Der Name der Kompanie ist die Genesenen Marschkompanie 9.13-9. Am 6.5. wird die Kompanie eingeteilt und essen müssen wir vorläufig in der alten Kaserne, denn die Kessel in der RAD-Küche sind noch nicht in Ordnung. Nachmittags ist dann Gasraumprobe, ebenfalls in der alten Kaserne. Die umliegenden Baracken des RAD-Lagers sind mit ausländischen Arbeiterinnen belegt, die in den Knäckebrotwerken arbeiten. Am nächsten Tag regnet es, ein Vollzähligkeitsappell findet statt. Der Kompanieführer gibt bekannt, dass 10% der Kompanie in den Sonntagsurlaub fahren können. Dies gilt aber mit der Bahn. Alle die, die mit dem Fahrrad heim können, erhalten ebenfalls Urlaub. Ab 13 Uhr bin ich dann zur Wache eingeteilt. 8. Mai. Um 13 Uhr ist meine Wache zu Ende. Kamerad Schwarze bekommt schon mittags Besuch. Ich lege mich erst einige Stunden auf den Strohsack, da ich Luise erst um 19.45 Uhr mit dem Zug erwarte. Es gibt noch Marketenderware, pro Mann 150 Zigaretten. Pünktlich bin ich auf dem Bahnhof, muss jedoch feststellen, dass Luise nicht dabei ist. Heinrich Müller aus Wallenfels, der mit dem Zug ankommt, sagt, dass Luise schon um 18.45 Uhr angekommen sein muss. Wir machen uns nun auf die Suche. Erstmal zur alten Kaserne, dann wieder zum Bahnhof, von da zum RAD-Lager. Zur Freude kann ich dort Luise vorfinden. Ich habe Urlaub bis Montag früh zum Wecken. Wir begeben uns gleich in unser Gasthaus.
Voraussichtlich werden wir am 15. Mai nach Russland abfahren. 10. Mai. Der vergangene Sonntag hat für uns beide schöne Stunden gebracht. Das Wetter ist schön. Überall in den Anlagen blüht der Flieder und die verschiedensten Sträucher. An die Eltern haben wir Briefe und Karten geschrieben. Luise beabsichtigt, am Mittwoch wieder nach Hause zu fahren. Am Nachmittag gibt der Kompanieführer bei der Parole bekannt, dass wir bereits schon am Dienstag abends verladen werden. Es findet nochmals ein Gasmaskenappell statt, anschließend nochmal ein Vollzähligkeitsappell durch den Stabszahlmeister. Dann verabschiedet sich der Bataillonsführer. Ich habe wieder Nachturlaub bis zum Wecken. Luise erwartet mich um 17 Uhr am Ausgang des Lagers. 11. Mai. Wir haben beschlossen, dass Luise schon heute früh abfährt. Ich bringe sie um 7 Uhr zur Bahn. Der Abschied ist schwer, aber es lässt sich nicht ändern. Den ganzen Tag wird nun alles zum Abmarsch gerichtet. Um 17 Uhr tritt die Kompanie zum Abmarsch zur Bahn an. Es haben sich viele Angehörige eingefunden. Wir werden in Güterwagen verladen, je Waggon 35 Mann. Die Zeit zur Abfahrt naht und es beginnt für alle das Abschiednehmen. Ich bin fast froh, dass Luise schon früh weg ist, denn hier würde der Abschied noch viel schwerer fallen. Als Punkt 20 Uhr der Zug anrollt, gibt es viele Tränen und viele Gedanken aller Art gehen wohl jedem durch den Kopf. Wir fahren über Magdeburg, bleiben auf einem Bahnhof die ganze Nacht stehen. In allen Waggons sind Zwischenlager eingebaut, sodass wir alle liegen können. 12. Mai, 7 Uhr in Dessau, haben im Laufe des Tages öfters größeren Aufenthalt. 13. Mai, die zweite Nacht im Eisenbahnwagen haben wir hinter uns. 17 Uhr Görlitz, 18 Uhr Liegnitz, 21 Uhr Breslau. Das Wetter ist schön und wir genießen so richtig die Fahrt durch das schöne deutsche Land. Wer weiß, wie lange dies nun nicht mehr zu sehen ist. Die kalte Verpflegung ist gut, doch ist mit dem Mittagessen nicht viel los. Heute hören wir, dass die deutsch-italienischen Truppen an einer Stelle in Afrika den Kampf eingestellt haben. 14. Mai, die Fahrt geht recht langsam vorwärts. Oft gibt es lange Aufenthalte. Da wir nur eine Kompanie sind, werden wir meist an Güterzüge angehängt. 7.30 Uhr sind wir in Oderberg, 17 Uhr in Krakau. Der Rundfunk bringt die Meldung, dass nunmehr alle Kampfhandlungen in Afrika beendet sind. Am nächsten Tag stehen wir auf dem Bahnhof Przeworsk in Polen. Wir haben den ganzen Tag Zeit, liegen in der Sonne. Am Abend muss ich jedoch feststellen, dass ich mir den ganzen Rücken verbrannt habe. Von 19 bis 21 Uhr gibt es Bier am Bahnhof. Es werden reichlich Gläser geleert. In der Nacht rollt der Zug weiter. Am nächsten Tag um 5 Uhr sind wir in Tarnow und um 9 Uhr auf dem Hauptbahnhof Lemberg. Dort stehen wir wieder bis 16 Uhr. Die Gegend wird dann immer eintöniger. Auf den verschiedenen Stationen hat man öfters Gelegenheit, mit Kameraden der dort eingesetzten Sicherungsbataillone zu sprechen. Überall hört man, dass die Gegend in Ostpolen sehr unsicher ist. In den vielen Wäldern treiben sich einige Banden herum, die auf alle Arten versuchen, den Verkehr zu stören. In Warschau soll es in letzter Zeit verschiedene Aufstände gegeben haben. Das wurde von deutscher Seite entsprechend beantwortet. 17. Mai. Tarnopol durchfahren wir früh um 4. Um 9 Uhr sind wir in Sterminka in der Ukraine. Dort lagen wir schon mal im September 41, 8 Tage lang. Hier beginnt das rumänische Interessengebiet, das bis Golte reicht. Unser Zug ist nun ein reiner Truppentransportzug. Es wurden in den letzten Tagen noch andere Einheiten angehängt. Rumänisches Zugpersonal übernimmt den Transportzug. 13 Uhr ist Abfahrt. Auf allen Haltestationen steht die Zivilbevölkerung und bietet allerlei landwirtschaftliche Produkte an. Meist wollen sie tauschen. Begehrt sind vor allem Zwirn und Nähzeug, Streichhölzer und Bekleidungsstücke. 18. Mai. Um 12 Uhr sind wir in Golta. Hier übernimmt wieder eine deutsche Maschine und Personal unseren Zug. Es geht über den Bug. Um 19 Uhr sind wir in Szepetovka. 21 Uhr Kirovograd. Das Wetter ist seit gestern kühl und windig. Wir wissen wohl alle, dass wir wieder zur 13. Panzerdivision kommen.
doch ist nicht bekannt, wo diese liegt. Man spricht vom Kubanbrückenkopf und der Krim. Unsere Fahrtroute bewegt sich meist auf eingleisigen Strecken. Am nächsten Tag ist es der 8. Reisetag. Es wird langsam langweilig. Als Abwechslung schreibe ich jeden Tag einen Brief. Die Gedanken kreisen immer um die Heimat. Um 8 Uhr sind wir in Dolinskoje. 20. Mai, es geht über den Dnjepr. Eines der größten Stauwerke der Welt wurde hier gebaut. Der Staudamm wurde während des Vormarsches von den Russen teilweise gesprengt und ist noch im Bau. Die Transportzüge werden hier immer 4 Wagen hintereinander über den Damm gefahren. Am jenseitigen Ufer liegt die Stadt Saproschi. Um 11 Uhr ist unser Zug übergesetzt und wir bleiben bis 21 Uhr dort. Das Wetter ist noch immer trüb und regnerisch. Am nächsten Tag nähern wir uns der Halbinsel Krim. Um 10 Uhr sind wir in Melitopol. Dann geht es über Talkovo und Partisani. Um 13 Uhr fahren wir dann über den Damm der Krim. An dieser Stelle wird das Festland mit der Krim verbunden. Wir kommen weiter über Taganasch und Mamit. Ich bin über das Landschaftsbild recht enttäuscht. Die Gegend ist öd und eintönig. Dazu trägt das unfreundliche Wetter auch viel bei. Islam Terek heißt die Station, auf der wir um 13 Uhr am 22. Mai eintreffen. Hier hören wir, dass ein Teil unserer Artillerie hier in der Nähe in Ruhe liegt. Einige Kameraden steigen hier aus. Alles andere fährt um 17 Uhr weiter und um 18 Uhr haben wir das vorläufige Endziel unserer Bahnfahrt erreicht. In Feodosia steigt alles aus. In einem größeren, einigermaßen verschont gebliebenen Gebäude wird für die ganze Kompanie Quartier bezogen. Morgen sollen wir noch hier bleiben und über alles Weitere soll entschieden werden. Heute ist Sonntag. Die Sonne scheint und die Stimmung wird besser. Wir nutzen die Gelegenheit und säubern uns gründlich. Gegen 10 Uhr machen wir das erste Mal wieder mit russischen Fliegern Bekanntschaft. Ein Bomberverband fliegt in großer Höhe die Stadt an. Als jedoch die schwere Flak ein gut liegendes Sperrfeuer schießt, werfen die Russen ihre Bomben ab, die alle ins Meer fallen. In den letzten 14 Tagen hatte die Zivilbevölkerung über 300 Tote. Fast täglich kamen die feindlichen Flieger im Tiefflug und warfen ihre Bomben in die Stadt. Erst als eine deutsche Jagdstaffel in Feodosia stationiert wurde, ließen die Angriffe nach. Am Nachmittag kommt nochmals ein Bomberverband, der dreht aber bald ab, denn unser Flakfeuer liegt wieder sehr gut. Am Mittag tritt die Kompanie dann an. Wir können alle ins Kino oder ins Kabarett gehen. Ich sehe mir den Film Stika im Soldatenheim an. Anschließend besichtigen wir die Stadt. Es ist nicht sehr viel zu sehen. Wo einst herrliche Paläste standen, stehen nur noch Ruinen. Der Krieg hat dieser Stadt ein tolles Gesicht geprägt. Auch die orthodoxe Kirche sehen wir uns an und wohnen einem Gottesdienst bei. In der Stadt gibt es eine große Anzahl von Kneipen und Gaststätten, doch ist alles furchtbar teuer. Ein Ei kostet 3 bis 4 Mark. Im Hafen liegen eine große Anzahl versenkter Schiffe. An den Küsten stehen überall die Abwehrwaffen des Heeres. Überall sind Baubataillone aus kaukasischen Völkern bestehend. Am 24. Mai wird die Marschkompanie aufgelöst. Die Kameraden vom Pionierzug 4, die Artillerie des Regimentes 66 und die Kratzschützen vom 43. Bataillon werden mit Autos abgeholt. Denn ihre Einheiten liegen alle auf der Krim. Unser Regiment 93 liegt auf dem Kuban-Brückenkopf. Um 8 Uhr morgens fahren wir mit der Bahn weiter nach Kertsch und sollen dort übergesetzt werden. Am nächsten Tag um 6 Uhr früh sind wir auf dem Bahnhof Kertsch angekommen. Die ganze Nacht lagen wir auf der Bahn und sind nun hundemüde. Der Zug war überfüllt und wir mussten ständig stehen. In den hier eingerichteten Truppenauffangstellen werden wir verpflegt. Dann bringt man uns mit einem LKW zur Übersetzstelle. Hier ist die engste Stelle zwischen Kertsch und dem Kaukasus. Mit einer Fähre setzen wir über, es sind nur 5 bis 6 Kilometer und nach 25 Minuten betreten wir den Kaukasus. Ein LKW steht bereit, wir wollen heute noch nach Termjuk, etwa 60 Kilometer von hier. Die Fahrt geht über Saporoschkaja und Peresik.
Um 19 Uhr ist das Tagesziel erreicht. Wir melden uns beim 49. Armeekorps. Jedoch will man uns auf der Ortskommandantur kein Quartier zuweisen. Wir sollen heute noch weiterfahren. Da suchen wir uns doch lieber selbst eine Unterkunft für die Nacht. Es ist recht unruhig. Fortwährend kreisen russische Nachtbomber über der Stadt und werfen ihre Bomben ab. Am nächsten Morgen gehen wir zum Hafen, um mit dem Schiff auf den Kuban hochzufahren. Es wird eine herrliche Fahrt. Am Himmel ziehen unaufhörlich deutsche Stukagerschwader feindwärts. Ein Großangriff ist in Gange. Links am Ufer stehen überall unsere Fernkampfbatterien. Die Front ist nur etwa 20 Kilometer entfernt. Infolge des Motorschadens des Schleppers kommen wir erst bei Dunkelheit an der Stadt Solan-Janskaja an. Wir fahren jedoch nicht in den Hafen, da dort Fliegergefahr herrscht. Die Nacht wird auf dem Schiff verbracht. Dort können wir die Detonation von vielen Bomben hören. Vom Temjuk bis hierher sind es 35 Kilometer. 27. Mai. Schon um 4 Uhr fahren wir los. Bald sind wir im Hafen und gehen an Land. Nun sollen wir nach... Meine Güte. Kestagajenskaja. Also solche Orte gibt es doch gar nicht. Okay. Nun sollen wir nach Kestagajenskaja. Dort soll unser Regiment liegen. Am Straßenrand warten wir auf eine Fahrgelegenheit, die auch bald kommt. Gegen 11 Uhr treffen wir beim Regiment ein. Regimentskommandeur Oberstleutnant Polster begrüßt uns. Anschließend geht es zum Bataillon. Uns begrüßt dort Hauptmann Fernau, der zurzeit das 1. Bataillon der 93er führt. Gefreiter Busch und ich gehen nun zur 4. Kompanie, Oberleutnant Altmann. Er ist vor kurzem Hauptmann geworden. Hauptfeldwebel Holz ist auch noch da. Den Pionierzug führt jetzt Oberfeldwebel Bein. Die alten Kameraden begrüßen uns herzlich. Es sind Unteroffizier Strobel, Unteroffizier Kiesel, ferner der Althoff, Bräuning, Grunge, Schulze, Rode, Deubzer, Berlitz, Lüderitz, Schmidt, Ziemann, Stollenberg, Maschke, Hanke, Döring sowie einige neue Leute. Ludwig Arnold ist im Urlaub. Gerade ist ein neuer Einsatzbefehl gekommen. Um 13 Uhr soll es weitergehen. Ich kann auch schnell essen und schon geht es los. Wir beziehen nach 40 Kilometer Fahrt eine Bereitschaftsstellung im Wald. Nichts Näheres ist uns bekannt. Die HKL ist noch etwa 10 Kilometer entfernt. Auch heute ist wieder Masseneinsatz unserer Luftwaffe. Auch der Russe greift mit Massen von Fliegern an. Eine große Angriffsschlacht des Feindes ist im Gange. Die Nacht ist wieder eine Nacht der Bomben. Jedoch fallen in unserer Nähe keine. 28. Mai. Wir haben unsere Zelte gebaut. Niemand weiß, was eigentlich los ist. Seit Tagen dauert schon der Großkampf. Gestern wurden 46 feindliche Flugzeuge und 40 Panzer abgeschossen. Der Russe ist bei Boskoje etwa 5 Kilometer durchgebrochen. Es gibt viel zu erzählen. Ich erfahre, dass unser Bataillon während des ganzen Rückzuges im Kaukasus als Nachhut eingesetzt war und sehr schwere Zeiten mitgemacht hat. Von unserem Zug ist der Gefreite Meier, der Obergefreite Beirich und der Gefreite Wilms gefallen, sowie eine große Anzahl verwundet worden. Der Rückzug ging über Georgiewsk, Armavir und Krasnodar. In Novorossiysk lag das 3. Bataillon 3 Wochen in Stellung. Der Pionierzug hatte große Ausfälle. Von den 25 Mann, die dort in Stellung gingen, kommen nur 6 Mann zurück. Obergefreiter Roloff und Heine sind dort gefallen, die anderen verwundet. Auch ist unser ehemaliger Bataillonskommandeur, Oberst von Ratzek, gefallen. Generalleutnant Heer wurde verwundet. Danach lag das Regiment 3 Wochen in Taman, wo Ersatz kam und es mit der Ausbildung begann. Alle in dieser Zeit zurückkehrenden Urlauber und sonstige Angehörige des Regimentes wurden auf der Krim oder in Heilbronn aufgehalten und dort einer Ausbildung unterzogen. Anfang Mai vereinigte sich das Regiment wieder auf dem Kuban-Brückenkopf. Es wurde dann im Abschnitt Krimskaja eingesetzt. Am Vortage, als ich in Kestagajenskaja ankam, war auch alles von der Stellung dort eingetroffen. Wir sind zurzeit der 50. Infanteriedivision unterstellt. Wir stellen eine Art Feuerwehr dar. Überall, wo der Feind durchgebrochen ist, sollen wir eingesetzt werden,
und dann im Gegenstoß die alte HKL wieder erreichen.